Wunderschönes, herzliches Willkommen. Es sind noch anderthalb Tage bis zur Switch-Präsentation und es gibt einiges Neues zu berichten. Auch wenn natürlich die Themen der Switch momentan alles überschatten, gibt es auch noch andere Konsolen logischerweise. Interessant ist zum Beispiel, dass AMD bei der Vorstellung der AMD Ryzen Prozessoren und der AMD Vega Grafikkarten speziell mit der Xbox Scorpio geworben hat. Das ist insofern interessant, da dies beides komplett neue Architekturen sind und damit wesentlich effizienter und schneller sein können, als man bisher denkt. Jetzt kann es natürlich sein, dass die neue Xbox Scorpio, die ja Ende des Jahres rauskommt, wesentlich mehr Leistung hat als 6 Teraflops. Das wäre gar nicht mal unwahrscheinlich, da die ganze Hardware dann insgesamt effizienter rechnen würde. Microsoft hat sich zwar noch nicht dazu geäußert, aber alleine die neuen CPUs von AMD sind bis zu 40% schneller und dabei noch sparsamer. Vielleicht geht man aber auch den anderen Weg, sagt, hey, wir bleiben bei den 6 Teraflops, aber wir machen die Konsole so leise wie möglich. Auf jeden Fall wird es ein interessantes Stück Hardware. Und wir bleiben gleich mal bei der Xbox und da gibt es leider noch eine schlechte Nachricht. Das Spiel Scalebound von Platinum Games wurde leider gecancelt. Ich finde es sehr verwunderlich, denn man hat ja schon eine ganze Menge von dem Spiel gesehen, Gameplay sowie Trailermaterial und ich fand es da gar nicht schlecht aus. Warum jetzt genau es eingestellt wurde, weiß man nicht so richtig, was da alles im Hintergrund abläuft. Aber ich finde es sehr schade um das Spiel. Das war mal auf jeden Fall mal wieder was Neues, was Frisches, was es so noch nicht auf dem Markt gab. Springen wir von der Xbox direkt zur Konkurrenz der PlayStation. Sony hat jetzt in einem Interview geäußert, dass die PlayStation VR höchstwahrscheinlich einen Nachfolger kriegen wird. Und mit welchen Verbesserungen ist noch nicht ganz klar, aber es sei auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass vielleicht auch andere Hersteller, die ja momentan relativ wenig verkaufen von ihren VR-Brillen, zum Beispiel HTC oder Oculus, vielleicht dann doch noch daran glauben und dass vielleicht doch der große Hype irgendwann kommt, wenn wir die Brillen erstmal leicht und schnurlos haben. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn die Technik nicht gleich fallen gelassen wird, denn da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial. Und jetzt kommen wir in die Nintendo-Ecke und wir fangen mal mit der Mini-NES an. Ein russischer Hacker hat es jetzt geschafft, mit einer Software ROMs auf die Konsole aufzuspielen, für alle die 30 Games auf der Konsole zu wenig sind. Und zwar mit dem Hack Hakshi 2 ist es jetzt möglich, per normaler USB-Verbindung, die also hinten in das NES reingeht, ROMs auf die Konsole aufzuspielen. Interessant dabei ist allerdings, dass Nintendo damals gesagt hat, dass der USB-Anschluss eigentlich nur zur Stromversorgung da ist und bisher auch nicht das Gegenteil behauptet wurde. Nun könnt ihr also beliebige Spiele auf der NES-Konsole installieren, sogar inklusive Cover, aber seid gewarnt, es kann natürlich passieren, dass bei so einer Selbstmodding-Aktion die Konsole dabei zu Schaden kommt, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Und kommen wir zu unserem Lieblingsthema, der Nintendo Switch. Und das sind jetzt so die letzten Gerüchte, die wir kurz vor der Präsentation am Freitagmorgen um 5 erfahren werden. Der Vertriebspartner von Nintendo, Bergsala in Schweden, hat nun angekündigt, dass man jeweils am 4. und 5. Februar zwischen 9 und 18 Uhr im Hauptquartier vom Bergsala die Switch anspielen können wird. Es gibt aber einen kleinen Unterschied, diese Veranstaltung ist nicht auf Einladung beschränkt, sondern jeder kann kommen und die Nintendo Switch für eine Stunde anspielen. Interessant finde ich bei diesem Fakt, dass wir mal sehen werden, welches Interesse die Switch da so ausruft. Denn umso länger die Schlangen werden, umso mehr sieht man, wie viel Interesse die Nintendo Switch noch so auslösen wird. Und außerdem gibt es mal wieder Leaks zu neuem Zubehör. Der Hersteller Hori hat jetzt sein Switch-Zubehör vorgestellt und da gibt es einige interessante Sachen. So zum Beispiel auch wie andere Hersteller komplette Schutzhüllen, aber auch Panzerglas, Schutzfolie oder auch Schutzhüllen für die Switch im Zelda-Design. Interessant dabei ist, dass das Zubehör jetzt schon auf Französisch angeworben wird, gerade mit den Zelda-Motiven. Game Explain vermutet anhand dieser Tatsachen, dass das neue Zelda für die Switch direkt am Launchtag kommen wird. Und das wäre doch sehr schön, so als weltweit einziger Launch-Titel von Nintendo würde es sich auf jeden Fall sehr gut verkaufen. Um ehrlich zu sein, ein bisschen weit hergeholt diese Vermutung, aber es würde auf jeden Fall
einen riesen Absatz geben für dieses Spiel. Kommen wir mal zu einem letzten Gerücht aus dem Reddit-Forum. Der User Redoster95 hat nun angegeben, dass die Nintendo Switch 249,99 kosten wird. Interessant ist allerdings dabei, dass seine bisherige Historie sagt, dass er bei Best Buy arbeitet und Best Buy ist ein sehr großer Händler für Elektronikwaren. Die haben wohl schon die ersten Preislisten erhalten für die neue Nintendo Hardware. Belegen kann er es damit, dass er vor kurzem noch Fotos von Black Friday als Verkäufer gepostet hat. Dagegen spricht allerdings, dass er nur von einem Preis spricht und nicht von irgendwie mehreren Bundles oder ähnliches. Wir wissen natürlich noch nicht, ob die Switch im Bundle kommen wird, aber es wäre auf jeden Fall eine logische Konsequenz, gerade für die Leute, die gleich zu Anfang ein bisschen mehr Ausstattung wollen und dafür noch ein bisschen Geld ausgeben. Am Freitag gibt es dann den Livestream auf meinem Kanal. Ab 4.30 Uhr bin ich online. Da können wir noch ein bisschen diskutieren darüber, was denn so alles kommen wird. Und ab 5 Uhr deutscher Zeit wird es dann losgehen mit dem Stream. Ihr wisst ja, um 15.30 Uhr wird es dann noch einen zweiten Livestream vom Nintendo Treehouse Event geben. Und wer davon noch nicht genug kriegen kann, direkt den Tag darauf, am 14.01. und dann nochmal am 15.01. wird es auf dem YouTube-Kanal von Nintendo nochmal Livestreams aus Japan geben, die nochmal einiges zeigen sollen. Was genau, steht noch nicht fest, aber ich gehe mal davon aus, dass noch mehr auf die Spiele eingegangen wird und so weiter. Danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar darunter, Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns am Freitag um 4.30 Uhr im Livestream. Danke, tschüss, auf Wiedersehen, bye.